Hallo ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Heute mit dem Türchen Nummer 9. Bevor wir jetzt aber starten, habe ich da so eine kleine Frage. Und zwar, es gibt aktuell bei Kaufland, falls ihr in Kaufland bei euch in der Nähe habt, habt ihr es bestimmt mitbekommen, so Sammelkarten. Da gibt es auch ein Album für. Ich habe jede Menge Doppelte übrig. Nur die Frage ist halt, wen juckt's? Interessiert daran, dass wir da eine Verlosung machen? Lasst es mich wissen. Jetzt aber zum eigentlichen Content des Videos, nämlich dem Adventskalender-Türchen. Und ich habe die Nummer 9 hier unten beim X-Wing schon entdeckt. Und alter Schwede! Sehr, sehr geil. Darauf hatte ich mich schon gefreut. Den guten Luke. Genau, das ist die exklusive Luke-Figur. Ich habe jetzt leider ein bisschen die Mini-Builds umgeschmissen. Ja, nicht so schlimm. Das erklärt auch, warum wir Octu gestern bekommen haben. Und das ist tatsächlich eine exklusive Figur für diesen Adventskalender. Nice. Wie immer werde ich sie jetzt zusammenbauen und wir sehen uns gleich. Nothing can stop me, I'm all the way up. Ja, sehr, sehr coole Figur, der Octu Luke. Kommt hier mit dem Fisch und einem Stab. Als Ersatzteil bekommen wir einen... Na, Fokus. Fokus. The future. This is the way. This is the way. This is the way. Ja, irgendwie stellt er jetzt nicht scharf. So ein Laserschwertgriff. Da haben wir's. In Braun. Das ist das einzige Ersatzteil. Und wir haben eben diesen coolen Octu Luke. Mit den braunen Roben. Warum die Hand jetzt braun ist, ich denke, das soll seine Roboterhand darstellen. Hätte ich eine graue passender gefunden. Das Gesicht ist, glaube ich, das gleiche wie auf dem Octu Training Set. Ich habe den Luke daraus noch nicht. Das ist mein erster Aged Luke. Schlichte Rückenbedruckung. Sehr coole Figur. Freut mich wirklich sehr, dass ich die jetzt in meinem Besitz habe. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von diesem Adventskalender-Türchen. Lasst mich wie gesagt wissen, ob ihr Interesse an einer Verlosung zu den Karten hättet. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Video. Bis dann, ihr Jedi-Meisterinnen und Jedi-Meister da draußen. Ciao.